Okay. Halt. Hier lagen Pfeile. Ich habe mich gerade überlegt, was knallt denn da die ganze Zeit irgendwie dagegen, aber das ist diese Lampe da. Okay, das Dokument war's wert. Also ich meine, wenn wir schon das Grab geschafft haben, das uns die ganzen Orte zeigt, ja, dann können wir sie auch mitnehmen. Dann ist das ja kein langer Suchakt. So, und diese Brücke hier stürzt bestimmt ein. Oh mein Gott, Lara! Nein! Oh. Oh fuck. Ich dachte es mir schon, als das so geknirscht hat und geknarzt hat. Ja, ich kletter gerade, warte mal. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist ein Vogelnest! Ah, ich habe ein Vogelnest übersehen. Okay, die Frage ist, wie hätte ich da hinkommen sollen? Genau da kann man Eier sammeln. Das bringt auch nochmal EP. Würde ich jetzt aber sagen, scheißegal. Oh, ich glaube, wir hätten uns auch sneaky heranschleichen können. Alter! Dreckspatz. Komm, 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 kapp ich noch. Gehe ich doch wieder hier hin. Aua! Alter! Der Dreckspatz! Woher haben die ganzen Molotows? So fucking viele haben die immer. Komm schon. Kopf hoch. Du blöder Sack, ey. Eieiei. Wirft er die ganze Zeit mit Molotovs? Das gibt's doch nicht. So ein Sauhund. Ah, okay. Haben wir geschafft? Haben wir geschafft. So. Das Bergungsgut nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nur eine Vase zertrümmert. Mit Laras starker Schulter hat sie da die Vasen zertrümmert. Ganz kurz. So, Entschuldigung, nur mal einen Tee ausgetrunken. Ernsthaft, Ratten? Oh, fast. Wollen wir mal eine Ratte töten? Nein! Cutscene. Lara, stell dir die Frage, wer hat dieses Feuer angemacht? Oder auch nicht. Ja, vielleicht ist es doch safe. Trauen wir einfach mal dem Spiel. Give him the attention. And yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. My father. So I was on the lot, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim.
Tape the button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me, looming out of the water it was. So I give her the old Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. All right, can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got... Cut, Lord, cut! 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 Cut. Is he coming back? I'll go get him. World-renowned archaeologist. Discover... The world-renowned archaeologist, Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just a fish. We're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's decks. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Okay, da haben wir eine schöne Cutscene gesehen. Das Problem ist nur, sie ist arschleise und ich kann es nur nochmal sagen, ich kann nichts dagegen tun, denn das Problem ist, dass es nur einen Audioregler für Special Effects und Dialoglautstärke zusammen gibt. Das heißt, wenn ich das hochdrehe, dann sind die Cutscenes laut, aber das Problem ist auch, dann platzt euch, sobald einer mit der Pistole schießt, das Trommelfell. Weil das dann halt auch extrem laut ist. Das ist scheiße abgemischt vom Spiel. Aber wir finden uns mal damit ab, dass die Cutscenes leise sind. So, jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Eine Münze. Wahnsinn. Die war leicht zu finden. Ich könnte fast schon sagen, easy. Oh, Ratten. Ich will mal eine Ratte töten. Das ist so wie so eine kleine Herausforderung, diese kleinen Mistviecher, aber ich glaube, die halten nicht still. Still. Oh. Ah. Oh, Pistolenmunition. Danke. In dem Level davor hatten wir gerade mal 4 von 12 Geocaches gefunden. WTF? Oh mein Gott, ey. Okay, hier müssen wir vorsichtig sein. Ja.
Wir müssen gut aufpassen. Ich glaube, den können wir meucheln, sobald die Lampe nicht in seine Richtung zeigt. Wir müssen mal kurz die Lampe beobachten. Jetzt ist, glaube ich, gut. Was war das denn? Welche fucking Taste muss ich drücken, um den zu snipe-killen? Ey, welche Taste ist Silence Kill? Jetzt habe ich es echt verkackt, Mann. Lol. Hä? Was explodiert hier? Da wirft einer mit Molotovs! Ich krieg die Krise, ey. Ich krieg echt einen Rappel. Ah, wo kommt ihr denn her? Oh mein Gott, ey. Wie soll ich denn da jetzt rankommen, ey? Ja, komm, vergiss es. Alter, ich habe einfach nicht geschnallt, welche Taste es ist, den Silence-Kill zu machen. Normalerweise ist sowas doch immer E. Warum war das jetzt nicht E? Geocacher mal, das speichert. Geocaches und Dokumente und Relikte und so werden immer direkt gespeichert. Okay, wir schleichen uns mal langsam ran. So, welche Taste ist das? F, okay. Ja, aber dann muss ich eh mehrmals drücken. Was ist denn das für ein Sinn, ey? Wo ist der Sinn davon? Mit F ist der Kill durchführen und E muss ich dann aber drücken, um ihn zu vollenden. Das ist irgendwie komisch. Sagen wir, holen uns erst hier den hier vorne. Obwohl der da steht, glaube ich, safer für uns gesehen. So, jetzt haben wir das doch schon mal besser gelöst, weil wir schon mal zwei gekillt haben, ohne Aufsehen zu erregen. Jetzt gönnen wir uns den hier noch. Der hat die Flares! Der hat bestimmt die Mollys geworfen. Ich würde es ihm zutrauen, ey. Okay, der da vorne, den brauchen wir noch, der da gerade schweißt. Der Schweißarbeiter, der hat auch die Flares, alles klar. Wir haben sie hier irgendwie alle. Uiuiui. Okay, wir müssen nur aufpassen, dass uns der Lichtkegel nicht trifft. Ich will gerade mal hier hoch. Jawohl, ich wusste, dass das geht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, steht dort oben jemand an der Lampe? Oh, wir sind in Deckung. Alles klar, die Lampe ist weg. Ah, hier kommen wir nicht hoch. Hier auch nicht. Okay. Dann macht das wenig Sinn, hier runter zu gehen. Ganz kurz die Lampe im Auge behalten.
So. Vorsichtig. Oh! Alter! Ein Toter! Und was für Munition hier? Das sind riesen Sprengköpfe. Mörser oder was? Das glaube ich hier irgendwie an dem Schreibtisch hing. Wie? Wie zur Hölle hat der mich gesehen? Oder hat er mich gehört? Wir müssen gut aufpassen. Okay, der hockt hier direkt hinter der Wand. Ich gucke noch mal ganz kurz. Aha, ich wusste es, dass da noch was liegt. Die zweite Münze. Okay. Ja, jetzt haben wir beide. Das gab nochmal einen kleinen extra Bonus-Schub an Erfahrungspunkten. Ich glaube 500 oder so. Au. Drecksack. Uiuiui. Pfeiler. Schade, das Maschinengewehr kann ich nicht benutzen. Level up waren wir auch, glaube ich, gerade, ne? Wir können wieder den Fähigkeitspunkt. Ich dachte gerade, was macht denn diese Lampe da? Ich dachte schon, hier ist wieder so ein Suchscheinwerfer irgendwie. Okay, on top. Noch mehr Pfeiler. Die wir eigentlich gar nicht brauchen. Okay, wir gucken mal hier. Ach, guck mal. 10 EP ist ja... Ach, der zweite Geocache. Nice. Okay, aber ich finde das trotzdem krass, dass da 12 Geocaches in der Map waren und wir irgendwie nur 3 oder 4 gefunden haben. Ui. Oh. Ja, World War II Bunker. Oh ja, das glaube ich, ey, dass das kalt ist. Ein Dokument. At least I have the best possible job. He calls me his first Solari. Matthias might be insane, but he's smart and dangerous. He knows things about this island. I believe is our only chance of ever getting out of here. Matthias keeps us happy. We control the guns and the food. Anything the storm brings to this island is ours, and we decide the fate of any new survivors. Any who defy us are killed. We are masters of this fucked up prison. Das fucked up haben sie aber nicht mit übersetzt. Wir sind Herren des Gefängnisses. Okay, das heißt, dieser Matthias ist hier der Drahtzieher hinter allem. Dieser Drecksstift, ey. Der sorgt dafür, dass hier die ganzen Leute getötet werden und sowas. Der alte Drecksack, ey. Das war mir ziemlich klar, dass der Böse ist.